Nein. Meinen Verwandten, den Raben Rudi aus dem Fernsehen, den kennt ihr sicher. Der Rudi redet ja immer mit einem Koffer. Aber ich wohne in einem Koffer. Das ist mein Zuhause. Und weil der Rudi im Fernsehen ist, da dachte ich mir, ich probiere das auch mal. Jetzt habe ich ja ganz viel Zeit zum Nachdenken. Geht dir das auch so? Jetzt sitze ich hier rum und weiß gar nicht mehr, was ich noch machen soll. Oh, Hausaufgaben sind fertig. Naja, so gut wie. So richtig Lust habe ich ja nicht drauf, ne? Besuchen kann ich niemanden. Die Daumen tun schon weh vom vielen Zocken und die Augen vom vielen Fernsehen. Ach, ich weiß auch nicht. Ach, was soll ich denn noch machen? Jetzt sitze ich da und denke nach. Aber was soll ich denn denken? Die Gedanken kommen ja auch nicht einfach so. Also, ich guck mich mal hier in meinem Zimmer ein bisschen um. Da hinten, da ist ein Joghurtbecher. Oh, also sowas. Nee, ein Joghurtbecher, ein alter. Joghurt. Okay, wie kommt denn der Joghurt in den Becher? Keine Ahnung. Und immer die gleiche Menge? Ich weiß es nicht. Okay, ich frag mal am besten die Maus. Also, tja, jetzt gucke ich mal weiter. Was habe ich noch so? Da! Ein Bild vom letzten Sommerurlaub. Von Kroatien. Oh, das war so schön. Sonne, Strand. Und es war warm. Wunderbar. Aber die lange Fahrt dahin. Oh, ich muss so lange warten. Wir sind nämlich diesmal mit einem Zug gefahren. Mit einem Zug. Und das hat lange gedauert. Oh. Jetzt mache ich mal die Augen zu und denke ein bisschen über den Strand und den Urlaub nach. Oh. Ja, mei, war das schön. Was kommen mir denn jetzt für komische Gedanken? Was wäre denn gewesen, wenn unser Zug verunglückt wäre? Oh, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Also denke ich lieber wieder zurück an Urlaub und an Strand. Okay, und die schönen Ausflüge mit der Familie. Vielleicht lege ich mich ja auch ein bisschen hin. Na gut, so. Oh mein, wenn ich die Augen zumache, dann denke ich wieder an so komische Sachen. Dass unser Zug allen kleist und er rüttelt und schüttelt. Und dann ist es passiert. Oh, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Oh, nee. Was hätten denn meine Freunde gesagt? Oh nein, wenn ich nicht wiedergekommen wäre. Oh, über Sterben und Tod will ich jetzt aber gar nicht nachdenken. Nee. Das hatten wir in der Schule mal. Oh, naja. Ach, ich glaube, dann ist Ende und Schluss und aus. Oder? Doch nicht? Naja. Okay, mal sehen. Was könnte ich denn noch so machen? Ich weiß gar nicht. Ach, warte mal, mir fällt da ein. In der Schule, in WhatsApp, da hatte ich doch was von der Christenlehre. Ich gucke mal. Da hat doch die Frau Specker was geschrieben von. Jetzt fängt die Fastenzeit an. 7 Wochen.
abwarten. Oh, was sind denn 7 Wochen? Oh, was soll ich da machen so lange? Ich soll mich besinnen, nachdenken über mein Leben. So viel habe ich doch in meinem kleinen Rabenleben noch gar nicht erlebt. Das reicht doch nie für 7 Wochen. Ah! Jetzt muss ich mal überlegen, wie lange das ist, 7 Wochen. Also wenn ich eine Blumenzwiebel einpflanze, dann blüht die nach 7 Wochen. Das muss ich doch euch mal vorstellen. Oder ich pflanze einen Zucchini-Kern ein. Dann würde in 7 Wochen schon die erste zum Ernten sein. 7 Wochen. So lange. Oh Mann, ich sag's euch. Nee. Und ich soll auf irgendwas verzichten. Na toll, was fällt mir denn so schon nichts ein? Und jetzt soll ich auch noch auf was verzichten? Nee. Ich hab's schon nicht leicht als Rabe auf der Welt. Naja, ich schau mal, was haben wir denn hier so alles? Oh, da hat die Frau Specker wieder alles liegen lassen. Die könnte ruhig mal ein bisschen aufräumen. Na, was haben wir denn hier? Da gucke ich jetzt mal da rein. Ja, ein schönes Buch. Oh, oh, ganz dick ist es. Ganz dick. Was steht? Ja, was steht denn da? Die Tempelreinigung. Und er ging in den Tempel in Jerusalem und fing an, die Händler herauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein. Ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte sie täglich. Aber die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die angesehensten der Völker des Volkes betrachteten danach, dass sie ihn töten könnten. Und fanden aber nichts, was sie machen sollten. Denn das Volk lief ihm nach und hörte auf ihn. Ha! Wow! Der Jesus, der hat's ja voll drauf gehabt. Der war aber mutig. Wow, die waren bestimmt total sauer, die Händler, dass er dem jetzt das Geschäft versaut hat. Ja. Da hatten seine Freunde bestimmt auch ganz viel Angst um ihn. Aber was wollten denn die Händler im Tempel? Ist ein Tempel nicht sowas wie eine Kirche? Also ich weiß nicht. Ich habe in unserer Kirche noch nie einen Verkäufer sitzen sehen. Höchstens mal, wenn es da ein Souvenir gab oder ein, ja weiß nicht, ein Andenken oder so in so großen Kirchen in der Stadt. Tja, ich werde mal jemanden fragen. Vielleicht die Frau Specker. Und wenn die es nicht weiß, dann frage ich mal den Pfarrer. Der weiß das ganz bestimmt. Okay, ich recherchiere jetzt mal für dich. Okay, Detektiv Rupert verabschiedet sich. Hey, da bin ich wieder. Haha, ich weiß jetzt Bescheid. Also, die Händler. Die haben damals Opfertiere und andere Waren im Tempel verkauft. Und die anderen, die haben Geld gewechselt, damit sie nämlich opfern können im Tempel. Sie haben also gehandelt und geschrien, wie auf einem Marktplatz. Stellt euch das mal vor, das ist ja unmöglich. Und das im Tempel? Da hätte ich mich auch aufgeregt. Kein Wunder, dass dem Jesus das nicht gefallen hat. Also ich wäre dir damals auch total um die Ohren geflogen und hätte sie rausgeschmissen. So, was macht man noch nicht? Nee. Oh, so, okay, das soweit für heute. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Abwechslung heute. Und hoffentlich kommen wieder so typische Gedanken. Ei.
Ach ja, und wer sich noch die Tempelreinigung anschauen möchte, ich habe hier noch ein paar Links für euch. So,